Moin, ich bin der Günther, ich mach's immer, Bude. Bevor wir ins Video reinstarten, erkläre ich euch mal kurz, was ihr gerade überhaupt angeklickt habt und was das soll, was das genau ist. An sich ist es einfach ein Gespräch, das ich und Fragezeichen-Man neulich auf Discord hatten und er meinte, ich soll's mal aufzeichnen. Es ist eigentlich so ein bisschen Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition, aber ähnlich wie die Walross Edition in Dumm, bloß wirklich komplett aus eigenen Ideen, halt hauptsächlich, wie ihr noch hören werdet, von Fragezeichen Man zusammengeschustert, haben wir ein bisschen geredet, irgendein komisches Zeug draus gemacht. Ich habe hin und wieder meinen Senf dazu gegeben, ist eigentlich ein ziemliches random Video. An sich der Grund, warum das überhaupt ist, ist die originale allererste Aufnahmesession der Walross Edition 1, als die Walross Edition als Projekt mit verschiedenen Sprechern geplant war, als noch die meisten Charaktere eigene Sprecher haben sollten. Und da haben wir auch tatsächlich begonnen, das aufzunehmen, aber es lief einfach scheiße, was auch der Grund ist, warum die Walross Edition jetzt ist, wie sie ist. Und ich bereue nichts, sage ich dazu. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, wie die Walross Edition ist. Die neue ist ja auch bereits am geschrieben werden. Vielleicht, wenn es weiter so läuft wie im Moment, dauert es doch nicht bis Ende des Jahres, bis sie kommt, kann ich auf jeden Fall sagen. Vielleicht so Sommer. Also, ich verspreche jetzt nichts. Aber wenn es gut läuft, vielleicht noch im Sommer. So. Und an sich gab es da halt dann so einen kleinen Insider-Joke, der zwischen uns bestand. Einfach weil Lord Ecke war auch als Sprecher für sich selber halt dabei. Und hat halt beim Aufnehmen die ganze Zeit auf seine Pizza gewartet und dann haben wir nur schlechte Witze gemacht. Das Synchronisieren war schrecklich. Am Ende hatte irgendwie zum Beispiel Floink einen schönen russischen Akzent von unserem Kollegen Jan. Es hat Gründe, dass das nie veröffentlicht wurde. Und das ist halt der Hintergrund für dieses Gelaber, das ihr euch jetzt anhört über die Pokémon Mystery Dungeon Pizza Walross Edition in der Fast Food Edition mit dem Döner DLC, der Ende Juli erscheint oder so. Das habe ich gerade einfach zusammengedichtet. Viel Spaß. Jetzt. Okay. Als es meinen Augen öffnete und mich umsah, stand ein Vulpix vor mir. Wahrscheinlich lag es daran, weil es betrunken war und ist meine schöne Pizza auf den Boden geschmissen habe und das Rote aussieht wie ein Vulpix. Das kann man nicht machen. Hallo, Pizza auf dem... Das Vulpix sprach so auf mir. Hey, kannst du endlich aufpassen? Wir müssen diese Pizza ausliefern. Wie oft North. Das Steamer-Dorf ist ja auch nicht so weit entfernt. Ich frage den drauf. Wer bist du denn nochmal? Hast du etwa schon wieder zu viel Pizza gesoffen? Was? Das wusstest du nicht? Zu viel Pizza gesoffen? Ja, wusstest du nicht, dass Steamer-Dorf die meist gelieferte Pizzastadt der Welt ist? Nein, das wusste ich nicht. Denn jetzt verstehe ich deine Witze. Denn die Pizza wird kalt. Warum wird sie kalt? Was ist denn das für eine Frage? Wenn du ein Feuer-Pokémon bist und sie einfach mit Feuerflammenwurf aufwerfen kann. Ich glaube, dann kann man sie auch nicht mehr essen. Weil du ein Kanimani bist, das mir mit der Aquaknarre die Pizza nass gemacht hast und jetzt ist sie verdammt kalt. Dann wird sie aber doch nicht mehr kalt, hä?
wenn sie schon kalt ist. Egal, lass uns dorthin gehen. Ich wohne dort. Wirklich? Nee. Oh, nicht? Du wohnst ja auch dort. Oh. Das O war wichtig. So begannen die zwei Helden langsam ihren Weg zu Silberdorf, dass die Reize, die sie dorthin masten, würde sie für immer verändern. Wegen der zwei Pizza. Boah, das war die aufregendste Reise, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Ja, ist aus. Gut, dass wir da angekommen sind. So, sie klopften an eine Tür von einem Pizza-Service. Pizza-Service! Haben sie Pizza bestellt? Das Pizza-Samen schaut nur. Wie könnt ihr es wagen, mich als Vegetarier zu meinen, dass es eine Pizza bestellt? Das ergibt aber gar keinen Sinn. Pizza kann genauso gut vegetarisch sein. Ja, das mag zwar sein, aber... Oh, verdammt, ihr habt Rest. Hier sind die 10 Punkte. Und danke für die Pizza. Ich glaube, da wollte noch jemand. Ich glaube, jemand, der sehr dunkel in der Ecke lauert und nie rauskommt. Aber mein bester Freund ist, und zwar... Also so, bis dann, ciao. Ich dachte jetzt, ich bin Gamer, ich komme auch nie raus. Stimmt, ich hätte wenn dann Döner bestellt. Oh nein, was machen wir jetzt nur? Dieser Floink hat keine Pizza bestellt. Wie, was? Er hat einen Döner bestellt. Ehrenmann. Dam. So. Uns bleibt nur eine einzige Möglichkeit. Wir müssen zur Latias. Weißt du, was das Ganze gerade noch toller macht? Ich habe gerade zu meinem Fenster geguckt. Auf dem Fensterbrett steht mein Floink-Plüschtier und direkt daneben mein Plüschdöner. Das macht Caesar hat Latias einen Döner für uns parat. Sie weiß ja, wie man mit physischen Kräften die Leute manipuliert und gute Döners. Was? Der muss jetzt zu mir gehen hier. Ich hätte einen Dönerstand. Hallo. Rottecke schaut ihn nur so an und sagt ihm: Du weißt schon, dass nur Menschen einen Dönerstand haben und Pokémon mit physisch starken Kräften. Was? Warte, was? Und wie wird das begründet? Günther sagt nur drauf: Ich bin physisch stark. Ja, aber wir brauchen erst das Döner-Element. Was? Um ihn zu beschwören. Den Döner mit dir. Und dazu braucht man erst die 3 Zutaten. Das Brot, das Fleisch und die Soße. Also los, keine Zeit mehr zu verschwenden. Gehen wir zu Latias und hauen uns diese Pizza rein. Warum jetzt eine Pizza? Oder hatten die noch eine über, weil Floink jetzt doch keine wollte? Ja. Ah. Sie gingen beide. Doch dann ging sie verloren. Günther landete in dem Pizzawald. Wo es nur vom pizzahungrigen Monsters umherläuft. Also der Ecke jetzt, oder? Also der echte, nicht das Vulpix. Das Vulpix. Nein, ich meine, du meinst pizzahungrige Monster. Meinst du damit jetzt den echten dort Ecke? Nein, ich meinte jetzt die Zoroas. Klang aber eher nach Lord Ecke. Die Zoroa.
Es kam raus, dass niemand konnte der Geschicklichkeit des Pitchers Ninju Spinzichu des Günthers entkommen. Kann man sowas patentieren, oder? Und dann kam ein anderes Pokémon raus. Es war Vegetarier. Also war es ein Schlast. Also wussten wir, wir können diesem Pokémon vertrauen. Warte. Ich hätte eher die Logik verstanden, es war ein Schlast, deswegen war es Vegetarier. Aber es ist Vegetarier und deswegen ist es ein Schlast? Gemeinsam gingen wir zur unmöglichen Mission, den Döner des legendären Wegweisers zu finden, um einen Weg zu Latias zu finden. Warte, wollen Sie nicht zu Latias, um Döner zu bekommen? Warum brauchen Sie jetzt einen Döner, um zu Latias zu kommen? Nein, ein Weg, ein legendärer Wegweiser-Döner. Ach so. Das kurz bevor man den legendären Wegweiser-Donut gefunden hat. Hier sollte der legendäre Wegweiser-Donut sein. Wirklich? Ich sehe hier nur Gras. Haha. Warum brauchst du nur einen Vegetarier? In Wahrheit bin ich ein Fleischesser. Was? Das Glas entpuppt sich als Zyroa. Oh. Okay, mir bleibt nur das eine Möglichkeit. Ich springe von der Klippe, erzeuge somit einen Zeitloop und lande in die Vergangenheit, um all das nicht passiert. Das ist wirklich der Teil, den ich an meiner ersten Geschichte selber am wenigsten mag, in a nutshell. Und so geschah es. Mit der Hilfe der Zeitpizza konnte Günther in die Zeit zurückreisen. Das, was er tat dabei, war nicht ohne Opfer. Denn er schmiss die Pizza aus der Seele auf Lord Erkgesicht. Wodurch sich alles wiederholte. Bis zu diesem Zeitpunkt, nur statt dass er in den Wald sprang, sprang er in den... in die Klippen und schaffte es, somit wieder in Lord Eckes Haus aufzuwachen. So, passt endlich auf. Wir sind uns endlich nicht fertig mit unserem Job. Was, wie, wo, wann... Gab schon heute was zum Mittag? Das bin ich beim Aufstehen. Wir haben Latias Kamakulatio gefunden. Was für ein Ding? Sie hat eine der Zutaten des Döners Rezeptes gefunden. Doch leider hat sie eins der paar Döner saßen an der leuchtenden Grillkraft des unerschrockenbaren Nikrakoas zurückgelacht hat. Gesundheit. Danke. Daraufhin musste Günther niesen. Genau. Oh nein, nicht der Gokio. Hä? Das war... Was soll das überhaupt sein? Es ist zu stark. Es gibt nur eine Möglichkeit, die wir jetzt gemeinsam tun können. Was auch immer ihr vorhabt zu tun, ich hau jetzt mal ab, denn ich bin damit beschäftigt, Sassen zu maßen, die euch nichts angeht und die nichts mit der Weltuntergang zu tun haben. Das finde ich auch nicht auffällig. Okay, Latius. Ach ja, und noch eine Sache. Günther, erzähle bloß nicht Lord Ecke von dem, was du erlebt hast. Oder was? Keine Ahnung, ist das denn diese Drohung, würde klappen? Hat sie auch. Super. Was? Ich gehe nochmal.
Also, es gibt tatsächlich einen Fachbegriff für diese Art von Geschichte, den ich seit gestern kenne. Das ist ein sogenannter Idiot-Plot. Eine Geschichte, deren gesamte Handlung sofort gelöst wäre, wenn nicht alle Charaktere Vollidioten wären. Daran erinnert mich das gerade. So. Okay. Vielleicht hat er das Bisasam-Sasten für den Döner. Schließlich wollte er nur eine Pizza und ist Vegetarier. Also muss er irgendwas haben. Also gingen wir auf unser Pizzamobil und starten den Pizzamotor und fahren dann pizzamäßig los, um den Döner des Zubereitung zu holen. Okay, ich würde sagen, als wir ankamen, für heute reicht's mal, hat jetzt schon eine Weile. Okay. Fanden wir nur Salatblätter an den Boden und wir dachten, oh Gott, nein, das kann nicht sein. Ja, ich habe ordentlich dran gedacht, dass Bisas Darm so ein exzellenter Vegetarier ist, dass er nur die feinsten Blätter isst. So, jetzt bin ich fertig. Salat kann man für den Döner brauchen. Okay, ich würde dann langsam mal für heute hier